Tritra-Trollala, schöne Grüße hier in Horizont. Oh, vergessen zu liken, müssen wir sofort mögen. Er hat ja nur ein 44-Sekunden-Video, aber ich hab mal wieder, also ein Ausschnitt sprang mir besonders, wie soll ich sagen? Also, das sprang mich an, quasi. Ich lasse den Söder mal den Satz sagen. Herausforderung, deswegen müssen wir uns da vorausschauend beschäftigen. Deswegen gibt es nur die eine Möglichkeit, so viel boostern, wie es geht. Und das war's schon. So, jetzt müssen wir ja hier wieder ihn mal rückwärts machen, glaube ich. Genau, rückwärts. Deswegen gibt es nur die eine Möglichkeit, sagt er. Ja, Moment doch mal. An was erinnert mich das? An was erinnert mich denn das? Das ist, glaube ich, dasselbe von der Kernaussage her wie das Alternativlos von Frau Merkel. Ist so, wie können die denn sowas immer noch sagen? Das ist doch, wie soll ich sagen, schon mehrfach intellektuell widerlegt worden, dass nichts quasi alternativlos ist. Also wenn ich kacken muss, muss ich nicht unbedingt aufs Klo. Die Alternative wäre immer noch, mir einfach in die Hose zu scheißen. Ist jetzt nur ein ziemlich einfaches Beispiel. Aber es sollte jedem klar sein, dass es immer und zu allem auch Alternativen gibt. Da gab es in der Menschheitsgeschichte zum Beispiel Leute, die auch alternativ für ihre Ideale einfach gestorben sind. Ob sie an den Galgen auf den Scheiterhaufen oder wo auch immer gestorben sind. Es gab Leute, angeblich, ich kenne es nur quasi aus Geschichtsbüchern, die ja auch nicht immer stimmen müssen. aber da soll es Leute gegeben haben, die nicht abgeschworen haben, quasi, um denn zu überleben. Die nicht ihr Fähnchen in den Wind gehängt haben, nur weil sie eben denn unter der Knute weiterleben wollten, sondern die gesagt haben, na, wenn hier keine Freiheit herrscht, dann bringt mich doch um. Ist halt auch eine Alternative, die sich stellt. In unserem Falle, wo er jetzt hier vom Impfen boostern und Milliarden rausschmeißen redet, da hätte ich ja mal eine ganz naheliegende Alternative, wie auch die Rechtsphilosophin in einem meiner letzten Videos gerade auch angemerkt hat. Also ich glaube, mit einem Viertel der Kohle, die sie jetzt rausgefeuert haben für nur Masken und Tests, ohne die Impfstoffe. Ich glaube, mit einem Viertel der Kohle hätten wir in 4 deutschen Großstädten Karl-Lauterbach-Klinikum einrichten können, was perfekt organisiert und auch bezahlt ist und wo Notplätze zur Verfügung stehen für alles und jedermann, also Deutsche halt. Also, ich meine, wenigstens Leute, die auf deutschem Grund und Boden sich aufhalten. Es müssen nicht immer aus Holland, Spanien und Wesig Bulgarien auch noch immer Kranke eingeflogen werden, während man uns erzählt, unser Gesundheitssystem wäre ja so an der Grenze. Aber entweder machen wir denn halt was am Gesundheitssystem oder wir hören dann wenigstens auf, mal noch Ausländer einzufliegen. Aber wie gesagt, das ist ja alles alternativlos. Es gibt nur die eine Möglichkeit. Es kann nur einen geben. Wir haben keine Chance. Wir müssen unsere Kohle schubkarrenweise bei Ugur abliefern und weiß ich nicht wo noch, bei Moderna und bei Pfizer und bei Novartis. Ich weiß nicht, wie die alle heißen, wo wir unsere Kohle hinschaufeln. Wo es ankommt, sind auf jeden Fall nicht mehr als 100 Adressen oder so, wo unsere Riesenhaufen Kohle da ankommen. Und die Leute, die an diesen 100 Adressen wohnen, na, die wissen schon, denn wie sie Herrn Söder zum Beispiel dazu bringen,
so eine Scheiße zu behaupten. Die spenden manchmal auch über 2 Millionen einfach an irgendeine Zeitung in Bayern, weil sie so nett sind. Nicht jetzt, um damit sie selbst in der Berichterstattung positiv wegkommen oder bestenfalls gar nicht erwähnt werden. Nee, einfach nur, weil sie so gut sind, schmeißen sie da mal 2 Millionen zum Fenster raus oder mehr. Parteitage von irgendwelchen dieser Systemparteien werden auch gerne gesponsert von diesen großen Firmen. Die wissen immer schon, ihre Werbekosten auch denn wieder abzusetzen bzw. einzusetzen, damit denn auch was bringt, das Geld, was sie da rausfeuern. Im Moment ist gerade großer Zahltag für die Hochfinanz. Die schöpfen gerade richtig gut ab. Wobei natürlich das bei uns auch zu spüren ist. Gelle Popelle? Irgendwo muss das ja herkommen. Das Geld, was quasi abgeschöpft wird, beziehungsweise immer wieder frisch gedruckt wird. Da gehen die Preise nicht aus Spaß irgendwie hoch. Das ist ein betriebswirtschaftliches, marktwirtschaftliches Gesetz. Jeder BWL-Student müsste das im Grundkurs quasi erklärt kriegen, dass das so ist. Aber bei uns wird das als Lösung angeboten. Dass wir jetzt frische Geld drucken, mehr als wir brauchen, um jetzt Impfstoffe zu kaufen, die ja nicht wirken. Also die schon wirken, aber nicht unbedingt im Sinne des Erfinders und auch schon ja nicht hundertprozentig. Gut, alternativlos. Ich verstehe schon. Boom, Peace und Om.